Mein Name ist Theresa und ich studiere Erziehungs- und Sprechwissenschaft und ich bin 20 Jahre alt. Ich heiße Fabian Geispiel und ich studiere in Jena, weil ich auf der Suche war nach einer kleinen Studentenstadt. So klein ist sie ja gar nicht, aber genau die richtige Größe, um wirklich jeden Studenten mehr oder weniger kennenzulernen und nette Kontakte zu knüpfen und die Atmosphäre zu genießen, die es wirklich nur in solchen Studentenstädten gibt. Hallo, ich bin der Jordi, ich komme aus Ecuador. Ich bin hier in Jena schon seit 3,5 Jahren und bin 24 Jahre alt. Ich bin hier nach Deutschland gekommen, halt, um mein Studium zu absolvieren. Und naja, also ich habe mich eigentlich dafür entschlossen, halt hier an der Universität in Jena mein Studium zu absolvieren, da 2008, 2009 ich an der Universität in den USA war. Und die beiden Universitäten sind halt Partneruniversitäten. Und spricht halt dafür, also die Uni Jena auch viele Verknüpfungen und Partnerschaften ganz weltweit hat. Ich studiere in Jena Sprechwissenschaft und heiße Miriam Oschkinat. Als Hauptfach habe ich noch Germanistik dazu. Ja, das kam eigentlich relativ spät erst bei mir. Also ich hatte mich in vielen anderen Städten beworben, vor allem Berlin, weil ich aus Berlin komme und auch unbedingt in Berlin bleiben wollte. Wurde da erstmal abgelehnt und habe mich dann ziemlich kurz entschlossen, also ich glaube 2 Wochen vor Studium in Jena eingeschrieben. Und habe dann gemerkt, dass es das einzig Wahre ist und das Richtige war, weil Jena einfach eine super Stadt zum Studieren ist. Hier gibt es meinen Studiengang, den ich unbedingt machen wollte, Sprechwissenschaft, Phonetik. Und das Tolle hier ist auch, dass du fast jedes Nebenfach mit jedem Hauptfach kombinieren kannst. Also hier gibt es Möglichkeiten, die es an anderen Unis zum Beispiel nicht gibt. Also ich habe wirklich 2 wahnsinnig gute Studiengänge gefunden, die mir sehr gut zusagen. Und ich glaube, die sind genau richtig und ich kann mir schon richtig vorstellen, in welche Branche ich nach dem Studium einsteige. In Jena sind die Seminare klein gehalten, wir sind nicht so viele Leute und dadurch lernt man die Dozenten gut kennen. Da sie auch außerhalb der Uni andere Lehrstühle haben oder tätig sind, können sie ja noch gute Praxiserfahrungen weitergeben, die man dann auch gut umsetzen kann und somit weiß man, woran man arbeiten kann und persönlich sich Ziele setzen kann, die man dann gut im späteren Leben umsetzen kann. Ja, was mir hier an der Uni sehr gut gefällt, ist, dass das Studium an sich sehr praxisbezogen ist. Wie gesagt, hat die Universität viele Partnerschaften halt mit anderen Unien so auf der Welt und das war für mich auch ganz wichtig halt, ja, bei dieser Entscheidung halt, wo ich studieren sollte. Und letztes Jahr, als ich mein Praktikum für das Studium abgeleistet habe, war es mir halt klar, dass die Universität Jena auch weltweit bekannt ist. Ich habe auch das große Glück, dass ich Hiwi bin am Institut, das heißt, ich habe da eine Stelle, wo ich ein bisschen bei der Forschung mit reingucken kann und mitwirken kann und das ist total super. Okay, also jetzt in diesem Semester belege ich halt nicht so viele Seminare, aber in der Regel ist es so gewesen, dass ich so 9 Veranstaltungen die Woche gehabt habe und da bin ich halt ja jeden Tag so 2-3 Stunden halt so auf dem Campus gewesen halt. Da habe ich mich halt mit dem Studium bzw. mit den Seminaren an der Uni so beschäftigt und dann bin ich halt mit Freunden gewesen, ja. Das Studieren in dieser Stadt, naja, also erstmal gibt es unheimlich viele Studenten hier. Das ist natürlich etwas, was ja auch wiederum viele Studenten anlockt. Also es ist fast alles auf Studenten abgestimmt hier. Man kann günstig essen gehen, man kann günstig feiern gehen, was natürlich auch wichtig ist. Ja, und auch die Bibliotheken haben natürlich ein gutes Angebot, sodass auch das Studieren einfach sehr hochwertig ist. Ich finde es halt gut, dass es nicht so groß ist, weil in so einer Großstadt bin ich immer so ein bisschen verloren. Und man kann halt schnell Kontakte knüpfen, die Leute sind sehr offen, man erreicht alles sehr gut. Ist in die Nacht und ja, man findet halt schnell Anschluss. Und deswegen also ist die Stadt für mich auch eine ganz tolle Erfahrung gewesen, beziehungsweise das Leben in Jena.